Fahrt durch die zerstörten Straßen im syrischen Raqqa. Ein Mitglied der US-gestützten syrischen demokratischen Kräfte, die gegen die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat kämpfen, ist verletzt worden durch einen Schuss in die Rippen. Er blutet stark und muss schnell versorgt werden. Wenn er in einem lebensbedrohlichen Zustand ist, bringe ich ihn ins Krankenhaus. Wenn die Verletzungen leicht sind, wird er von einem Krankenwagen abgeholt. In vielen Fällen ist der Weg zur rettenden Behandlung eine tödliche Gefahr. Unterwegs gibt es kein Telefonnetz. Die Fahrt zu dieser Einrichtung in Tall Abyad dauert 3 Stunden. Erst bei der Ankunft am Krankenhaus können die Helfer die Mitarbeiter über den Zustand des Verletzten informieren. Wenn der Krankenwagen von bestimmten Orten kommt, wissen wir manchmal nicht, wer da drin ist, wie sein Zustand ist, was schon für ihn getan wurde und welche Behandlung von uns erwartet wird. Raqqa war einst die Hochburg der IS-Miliz in Syrien. Mittlerweile steht die Stadt kurz vor der vollständigen Einnahme durch die syrischen demokratischen Kräfte. Bis dahin werden die Helfer noch viel zu tun haben, denn täglich werden wohl weiter Menschen verletzt und getötet werden.